Seit dieser Woche wird im Lommerweg ein Mischwasserkanal durch den Zweckverband Jena Wasser erneuert. Da die baulichen Gegebenheiten vor Ort das gängige offene Verfahren nicht überall zuließen, musste der Zweckverband Jena Wasser zum ersten Mal das sogenannte Berstlining-Verfahren anwenden. Bei dem grubenlosen Verfahren wird ein Aufweitkopf in den bestehenden Kanal eingelassen. Der Kopf zerstört das alte Betonrohr und zieht das neue Kunststoffrohr gleichzeitig in den entstandenen Hohlraum ein. Dieses grabenlose Verfahren ist natürlich was Spannendes, was man nicht jeden Tag hat. Man weiß natürlich nicht, was man vorfindet und es ist so ein bisschen Lotterie manchmal, was dann eben passiert. Wenn man eben irgendwo auf Hindernisse stößt, muss aufgemacht werden. Im Grunde geht dieses Verfahren schneller als der offene Kanalbau, ist vielleicht auch ein bisschen teurer, aber man kann halt an Ecken, wo man im offenen Kanalbau nicht vorankommt, eben auf so ein Verfahren ausweichen. Das von Jena Wasser beauftragte Bauunternehmen musste für das spezielle Berstlining-Verfahren wiederum ein Tiefbauunternehmen engagieren. Insgesamt verlegen nun 6 Fachleute das neue Rohr in etwa 5 Metern Tiefe. Bis Ende November sollen insgesamt rund 200 Meter Mischwasserkanal erneuert werden. Ich denke, dass wir Ende Juli mit der Katharinenstraße soweit fertig sind, den Deckenschluss wiederhergestellt haben, die Straße wieder öffnen können und gehen dann in den offenen Kanalbau. Das sind ca. auch nochmal 100 Meter, 3 Kanalhaltungen. Werden da aber auch noch ein bisschen Zeit brauchen, durch die Beengtheit und sowas wird das nicht so schnell gehen. Und denke aber, dass wir im Herbst hier planmäßig fertig werden. Damit der Zeitplan auch eingehalten werden kann, arbeiten die Handwerker bei allen Witterungsbedingungen. Die beiden Teilstücke, die von einer 2 Tonnen schweren Maschine jeweils links und rechts der Fahrbahn in den Boden gezogen wurden, werden nun per Hand miteinander verbunden. Eine Umleitung für die zurzeit gesperrte Katharinenstraße ist ausgeschildert.